Du hast Freifunkrouter, die via Mesh-WLAN miteinander verbunden sind. Heute wollen wir uns zwei weitere Möglichkeiten ansehen, wie wir dieses Szenario mit einem Netzwerkkabel optimieren können. Ich bin Little Ben, willkommen zu einem neuen Video. Dieses Video ist der dritte Teil einer Serie zum Thema Mesh-Netzwerke. Hier geht es zu den beiden Vorgängervideos. Wenn du mehr zum Thema Mesh, WLAN, Freifunk oder Amateurfunk erfahren willst, dann abonniere diesen Kanal und drücke auf das Glöckchen. So bekommst du immer dann eine Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video hochlade zu eben diesen Themen. Ja, ich habe es eingangs schon erwähnt. Wir wollen zwei Freifunkrouter via Netzwerkkabel miteinander verbinden. Ausgangsbasis dazu ist das Setup, das wir im letzten Video besprochen haben, wo zwei Freifunkrouter über WLAN miteinander verbunden sind. Hier wollen wir die Mesh-Anbindung nun durch ein Netzwerkkabel ersetzen. Aber warum wollen wir das eigentlich machen? Ich meine, so ein Netzwerkkabel verlegen ist natürlich mehr Arbeit, als einfach zwei Router über WLAN miteinander zu verbinden. Nun, es gibt ein paar Gründe, die dafür sprechen. Zum einen ist eine LAN-Verbindung, eine Netzwerkverbindung zwischen zwei Routern immer stabiler als eine WLAN-Verbindung, weil nämlich auf der Funkstrecke Störeinflüsse von anderen Netzwerken sein können, die Distanz zwischen den beiden Routern größer sein kann. Ja, es bietet sich da einfach an, auf ein Netzwerkkabel zu gehen. Dadurch ist es stabiler und unter Umständen auch etwas schneller. Ein weiterer Grund ist, dass längere Strecken zwischen zwei Routern über Netzwerkkabel miteinander überbrückt werden können. Also ein normales Netzwerkkabel hat ja 100 Meter. Man kann durch mehrere verstärkende Geräte wie Switches oder so diesen Weg noch etwas erweitern. Man könnte eine Sternstruktur bauen und so ein Backbone-Netzwerk aufspannen, dass verschiedene Router miteinander übers Mesh-Netzwerk verbindet. Klar geht das auch über WLAN, aber da sind dann halt Mauern dazwischen, Stahlkonstruktionen, dämpfende Blätter an Bäumen. Das Kabel ist einfach das zuverlässigere Medium an dieser Stelle. Und als dritten Grund sehe ich noch, dass die Airtime entlastet wird. Also den Bereich, den Freifunk-Endgeräte nutzen, um die Verbindung zum Router herzustellen. Der Luftraum, die Airtime, ist ein Medium, das sich alle Geräte teilen müssen. Und wenn wir hier die Last der Verbindung zwischen zwei Routern rausnehmen und das auf ein Kabel, auf ein anderes Medium setzen, dann ist eben einfach mehr Platz im Luftraum für die Clients zur Verfügung. Besonders interessant ist das in Bereichen wie Cafés oder Marktplätzen oder so, wo halt viele Clients sich einloggen und sowieso tendenziell die Geschwindigkeit etwas nach unten geht. Da macht man gerne ein bisschen Platz und übernimmt diese Backbone, dieses Mesh-Netzwerk in ein Kabelnetz. Nun, wie ist die Verkabelung eigentlich anzuschließen? Da gibt es zwei grundsätzlich unterschiedliche Varianten, ausgehend von den Ports, an denen das Kabel jeweils am Router angeschlossen ist. Ich möchte euch das einfach hier mal in diesem Schaubild die Unterschiede verdeutlichen. Und zwar möchte ich zunächst auf ein Szenario mit reinem Mesh on LAN eingehen. Das heißt, hier haben wir am Freifunkrouter 1 das Kabel an die LAN-Schnittstelle angeschlossen und am Freifunkrouter 2 das entgegengesetzte Kabelstück auch am LAN-Port angeschlossen. Die zweite Variante ist die Mesh-on-WAN-Geschichte. Das heißt, da wird einfach das Kabel nicht in den LAN-Port gesteckt, sondern in den WAN-Port. Wenn ihr nachher die Konfiguration macht, schaut immer, in welchem Port an dem Router, den ich gerade konfiguriere, steckt das Kabel. Je nach Routertyp ist natürlich die Kennzeichnung vielleicht ein bisschen anders. Meistens steht LAN und WAN. Bei den TP-Link-Routern ist es oft oder ist es so, dass die LAN-Ports die gelben sind, WAN-Ports die blauen. Das ist bei vielen anderen Routern auch so, aber guckt da im Zweifelsfall in euer Handbuch oder fragt bei eurer Freifunkgruppe nach. Wenn wir uns jetzt den Freifunkrouter 1 ansehen, dann sehen wir, dass dort auf dem gelben LAN-Ports ein Kabel drinsteckt und die anderen drei Ports frei sind. Diese vier Ports sind als Einheit zu betrachten, aber man kann natürlich weitere drei Kabel einstecken, die zu weiteren drei Freifunkroutern führen und so ein Mesh-Netzwerk aufbauen, das halt verschiedene Router speist. Ein Vorteil, den man hat, wenn man Mesh-on-WAN jetzt bei Freifunkrouter 2 benutzt, ist, dass die gelben Ports frei sind und dass dort dann noch normales Freifunknetzwerk drauf ist. Das heißt, dort
könnte ich einen Computer anschließen, Raspberry Pi oder was auch immer, der dann im Freifunk per LAN-Kabel unterwegs ist. Deshalb nutze ich eigentlich immer gerne so diese Geschichte auf dem speisenden Freifunkrouter letztendlich Mesh on LAN. Das heißt, dort kann ich verschiedene Router anschließen und auf den Routern hinten dran gehe ich dann in den WAN-Port und habe auf den gelben Ports das Freifunknetz frei. Hier könnte ich auch nochmal Mesh on LAN drauflegen, wenn ich das Häkchen entsprechend setze, also da beide Häkchen dann anmachen und dann könnte man hier wieder weiter zu weiteren Routern gehen. Ja, wie ist die Konfiguration nun zu machen? Dazu möchte ich mit euch in den erweiterten Modus eurer Konfiguration gehen. Wie ihr dorthin kommt, erfahrt ihr hier in diesem Video. Wir wechseln in die erweiterten Einstellungen. Dort gibt es verschiedene Registerkarten. Relevant für unser Szenario ist jetzt zuerst die Registerkarte WLAN. Dort ist es möglich, das WLAN-Mesh-Netzwerk abzuschalten. Abhängig, ob ihr 2,4 oder 5 GHz Module in eurem Router habt, gibt es ein oder zwei Bereiche, die aber die gleichen Häkchen dann haben. Also sucht nach dem Häkchen Mesh-Netz aktivieren. Das ist per Standard eingeschaltet. Wenn ihr nun das WLAN-Mesh-Netzwerk abschalten wollt, dann müsst ihr hier dieses Häkchen halt rausnehmen. Drückt unten auf Speichern. Und wichtig ist dann, weil ja dann ist das Mesh-Netzwerk komplett abgeschaltet, dass ihr das Mesh-Netzwerk eben auf das LAN-Kabel legt. Dazu wechselt bitte auf die Registerkarte Netzwerk und dort könnt ihr über die Häkchen Mesh auf dem WAN-Port oder Mesh auf dem LAN-Port jeweils das Mesh-Netzwerk dort drauflegen, wo ihr es anklickt. Ich habe es vorhin erwähnt, wollt ihr das Mesh-Netzwerk auf dem WAN-Port an diesem Router haben, dann müsst ihr hier Mesh auf dem WAN-Port aktivieren klicken. Wenn ihr das Kabel an die LAN-Ports anschließen wollt, dann müsst ihr hier Mesh auf die LAN-Ports aktivieren klicken. Also wirklich die Sicht, wo ist an diesem Router das Kabel angeschlossen? Ist es an den gelben LAN-Ports oder an dem blauen WAN-Port? Und je nachdem hier das Häkchen halt WAN oder LAN setzen. Dann auch hier auf Speichern klicken. Wir wechseln zurück über Wizard auf die Hauptseite und können hier dann einfach speichern und schließen klicken. Der Router startet neu. Nun müsst ihr natürlich die Kabel entsprechend anschließen. Also wenn ihr LAN-Port angeklickt habt, Kabel in LAN-Port. Wenn ihr WAN angeklickt habt, Kabel in den WAN-Port. Das ist für beide Router zu machen. Natürlich, wie die Kabel angeschlossen sind. Und dann habt ihr die Verbindung gemacht. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis die Tage. Ciao, ciao.